Herzlich willkommen bei I Love It Healthy. Heute tun wir wieder was richtig Leckeres zubereiten. Nämlich was für den kleinen Hunger zwischendurch oder für den Mittag, je nachdem wie viel man sich macht. Wir machen heute Wraps. So, wie ihr heute mal sehen könnt, habe ich hier ein paar Wraps besorgt. Wir machen einen richtig leckeren Aufstrich mit dabei. Wir haben mal Mango Curry, probieren wir heute mal aus. Wir machen Hähnchenbrustfilet mit dran, ein bisschen Salat. Und das alles zusammengewürfelt werde ich jetzt gleich mal ein bisschen vorbereiten und dann mal gucken, was wir Schönes draus machen, ja? Okay, bis gleich. So, also ich habe jetzt hier ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben jetzt hier ein bisschen Rucola, Feldsalat, wir haben Eisbergsalat, wir haben Tomate, wie gesagt. Das schneiden wir jetzt alles klein, so dass wir es dann locker, fluffig auf die Wraps verteilen können. Und wir melden uns einfach zurück, sobald ich damit fertig bin. Und dann werden wir das Ding ordentlich belegen und ich gebe euch noch einen guten Tipp, wie ihr den Wrap noch ein bisschen leckerer machen könnt, ja? Okay, dann bis gleich. So, wir sind jetzt fertig, haben alles fertig geschnitten, alles fertig angebraten. Wir haben das Hähnchen jetzt fertig, den Salat fertig geschnitten, den Salat Tomate fertig geschnitten. So, und was ich vorhin gemeint habe, dass die Wraps ein bisschen leckerer schmecken, man tut sie vorher kurz mit Wasser ein bisschen einstreichen. Auf beiden Seiten, wie Brötchen ungefähr, nur leicht. Und dann nochmal in der Pfanne für ungefähr 20-30 Sekunden nochmal kurz anbraten. Und dann werden sie schön knusprig. So, jetzt habe ich hier Mango Curry. Damit streichen wir jetzt die Karre erstmal ein. Damit wir mal ein bisschen eine kleine Geschmacksexplosion im Mund haben, sage ich jetzt mal. So. So, okay. Dann machen wir das Gemüse, verteilen wir das Gemüse langsam drauf. Sieht ja jetzt schon mega lecker aus. Den Eisbergsalat mit drauf. Könnt ihr natürlich auch variieren. Also was ich jetzt an Gemüse hier da habe, kann man natürlich auch noch viele andere Sachen mit drauf machen. Ich denke da mal an Ei oder Bohnen, also an Kidneybohnen. Genauso an Mais könnte man drauf machen. Also da gibt es verschiedene Varianten, um das Ding so lecker wie möglich für jeden zu gestalten. So. So, wir machen jetzt mal eine ganze Teigrolle, das bedeutet von hinten nach vorne. Und gucken mal, geschnitten. So, fertig sind unsere Wraps. Bisschen zusammenlegen, vielleicht einen Zahnstocher in die Mitte rein, dass sie nicht auseinanderfallen, wenn ihr die mehrere zubereitet, oder stellt sie dann einfach ab. Wir werden jetzt die restlichen Zutaten noch ein bisschen auf die anderen Wraps aufteilen. Ich hoffe, es war euch eine gute Anregung gewesen, mal auch was Neues auszuprobieren. Viele kennen das nicht, viele haben es noch nicht gemacht. Und ansonsten werde ich es mir jetzt gleich schmecken lassen mit Dominik. Wenn euch das gefallen hat, dann liked auf jeden Fall unseren Channel, abonniert ihn, teilt ihn. Bei Vorschlägen zu neuen Rezepten sind wir gerne offen, schreibt uns an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, ja? Na dann, also bis dann.